Schönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Ich hatte die ganze Herberge für mich alleine, habe trotzdem gut geschlafen, weil ich konnte mein Zimmer ja abschließen. Im Moment ist es wieder mal ein bisschen neblig draußen, aber es soll heute ja super schön werden und wir erreichen endlich Le Puy und ich bin so gespannt auf die Stadt. Da soll es ja so viel zu sehen geben. Ich berichte euch natürlich sehr gerne und wünsche euch erstmal einen erholsamen Sonntag. Genießt es, ich hoffe, ihr habt auch schönes Wetter und bis bald. Tschüss! Ja, wie ihr seht, sah es morgens echt noch trübe aus, aber es wurde bald besser. Wir kamen an an tollen Basaltfelsen vorbei, über wilde Bächlein, mit diesmal aber geraden Brücken, die besser zum Überqueren waren. Dann ging es die Straße hoch, ewig lang. Wieder ein Blick auf die Felsen. Kamen an einem Ort, wo das Backhaus mit Steinen abgedeckt war, sieht aus wie so eine Schildkröte. Tolle Haustüren, tolle Häuser, schöne Gärten. Dann an einem anderen Backhaus, so die kleine Sonne da oben, gefiel mir so gut. Und daneben haben die einen Stall gebaut. Ja, Kunst. Hier sieht man, hat man schon einen Blick auf Saint-Germain. Das war ein Feld mit ganz viel Mohn und der Baum da in der Mitte, das fand ich auch irgendwie super. So Steinkreuze gibt es relativ häufig. Das ist ein Lupinenfeld an der Straße. Dann gab es halt auch viele Sandwege. Und irgendwann haben wir das Saint-Germain erreicht. Da ist ein Blick auf die Kirche, zu der wir natürlich hochkraxeln und auch reingucken, wenn sie schon mal auf hat. Stempel gab es aber leider keinen. Dann kam ja die Sonne richtig raus, also muss auch Sonnenschutz sein. Neben der Kirche ist ein altes Schloss aus dem Jahr 1224, immer noch bewohnt wohl. Und dann ging es hoch den Mont Joie, wo man einen ersten Blick auf Le Puy erhaschen kann. Ich weiß nicht, sieht man leider nicht so gut. Nochmal einen Blick auf die Vulkankegel. Und dann ging es abwärts an eine Stadt an der Loire. Ich weiß aber leider im Moment nicht, wie sie heißt. Muss ich zugeben. Doch, Brief. Heißt sie. Dort gibt es unheimlich viele Brücken über den Fluss. Also ich weiß nicht, ich habe sie nicht gezählt, aber es waren bestimmt allein auf unserem Weg etwa 10. Und dann sind wir am Nebenfluss der Loire, der Born, entlang gelaufen, unter dem Viadukt durch und viel, viel Straße heute leider. Und unter so kleinen Brückchen durch, die gerade so hoch waren, dass man durchpasst. Am reißenden Fluss entlang. Und dann sehen wir diesen berühmten Hügel Saint-Michel de Aiguille und das ist die Kathedrale von Le Puy. Und da sind natürlich die 134 Stufen auch mit vollem Gepäck noch hochmarschiert. Hier seht ihr mich gerade kurz vorm Eingang, ein Blick raus auf die Stadt. Da geht es nochmal ein paar Stufen hoch und dann ist man endlich oben. Hier der heilige Jakobus, unser Pilgerpatron. Das ist die Jugendherberge und hier habt ihr mal die ganze Strecke von Genf bis Le Puy. Wenn ihr es vergrößert, müsstet ihr alles sehen.